Motschiedl hat gerufen. Da sind wir. Das Dorf Motschiedl, erstmals im Jahr 1300 erwähnt und eng verbunden mit der Geschichte des Adelsgeschlechtes der Motschiedler zu Görau, richtet 2016 erstmals den Tag des offenen Dorfes aus. Man darf gespannt sein, was einen erwartet. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich im hier gezeigten nur um einen kleinen Ausschnitt aus dem gesamten Festgeschehen handelt, wie es halt ein Besucher beispielhaft erlebt. Motschiedl vor 150 Jahren. Die Lust, die Heimat zu verlassen, ist bei der größtenteils Ackerbau betreibenden Bevölkerung durchaus unbedeutend. Im Durchschnitt von 10 Jahren sind es gerade mal 0,48%. Und heute? Naja, die Einwohnerzahl von etwa 200 im Jahr 1866 hat gegenüber heute auf knapp 170 abgenommen. Als Ursache hierfür dürfte vor allem aber die heutige Familienstärke relevant sein. Es gibt halt wie überall auch in Motschiedl weniger Kinder. Zum Tag des Dorfes. Erster Eindruck. Die Silhouette von Motschiedl wird beherrscht von der für das kleine Dorf mächtigen Pfarrkirche. Mit ihrer teilweise erhaltenen Friedhofsmauer, einer in die Mauer integrierten Rundenturm und vier Schießscharten an der West- und Ostseite des Chordoms zeigt sie sich als ehemalige Wehrkirche. Der Gast, der erstmals diese Kirche betritt, ist von der überaus reichen Innenausstattung fasziniert. Ihm fallen vor allem der prächtige Hauptaltar aus den Jahren 1706 bzw. 7, die üppig verzierte Kanzel, die beeindruckende Holzdecke mit ihren Kassettenmalereien und die imposante zweistöckige Empore ins Auge. Interessant der in Bildern dargestellte Kreuzweg. Das Wappen des Abtes Gallus Gnauer am nördlichen Seitenaltar und die Figuren des heiligen Bernhard und Benedikt weisen auf den Einfluss des Klosters Langheim hin. Gleich zu Beginn der Erkundungstour lockt der Duft von Gegrilltem zum neu errichteten Kindergarten. Davon ließ sich wohl auch Pater Rufus anziehen. Weitere Kommentare können den Bildern entnommen werden. Erwähnt sei lediglich, dass die Wahl schließlich zugunsten der leckeren Bäckereien ausfiel. An den Krapfen und geschnittenen Hasen samt netten Bedienungen konnte kein Weg vorbeiführen. Und wenn man den Kindergarten von innen gesehen hat, dann musste man diese Aussage ergänzen, zumal hier ein Paradies für Kinder und die netten Erzieherinnen entstanden ist. Der weitere Rundgang zeigt neben der Moderne in idyllischen Gärten und Wegen den ländlich-dörflichen Charakter. Und wenn dann die heimische Blasmusik dazu spielt, dann möchte man nur noch in einem Dorf leben, wie in Motschiedl. Die Motschiedler Blasmusik ist zweifellos eine Bereicherung des Ortes und der Region und klingender Bestandteil des Festes. Oh,
und immer wieder nostalgisch anmutende Winkel, Stimmung, Idylle. Nett und freundlich hat die Besitzerin vor ihrem wunderschönen Fachwerkhäuschen zusammen mit einer weiteren Helferin posiert und schließlich die Haustüre geöffnet, hinter der vier hübsche Mädels mit Tenorhorn und Klarinetten auf ihren Auftritt warten. Motschiedl vor 150 Jahren. Obgleich die Zahl der unehelichen Kinder jährlich gut vertreten ist, also unkonzessionierter Geschlechtstrieb häufig zur Ausübung kommt, so findet sich doch eine eigentliche Geschlechtsausschweifung nicht vor. Dass die Wöchnerin schon am dritten Tag nach der Geburt wieder kocht, wäscht und überhaupt das Haus bestellt, gehört nicht zu den Seltenheiten. Das heißt wohl, dass sich das heutige Miteinander der jungen Leute beider Geschlechter von jenem vor 150 Jahren nicht gar so sehr unterscheidet, oder? Eine alte Putzmühle, oder? Schnittharz, hat mein Vater dazu gesagt, auch Schnitzbock genannt. Brühdruck für die geschlachten Säu, ist doch klar. Ja.
Wenn ich gerade in die Öffzeit. Motschiedl vor 150 Jahren. Man schläft zu zweit, zu dritt in dunklen, feuchten Nebenzimmern der Wohnstube. In neben dem Stalle angebauten Kammern, auf dem Boden, unter dem Dache. Im Winter stehen die Knechte oder auch größeren männlichen Kinder, welche in der Regel unter dem Dache schlafen, nach nächtlichem Schneegestöber oder heftiger Kälte schneebedeckt oder eisig wieder auf.
Da gab's halt noch ein Zusammenleben. Und an Reif an den Fenstern und auf meiner Zudecke kann ich mich auch erinnern. Die Frage ist, ob uns unser liebgewordener Komfort verweichlicht. Ich möchte aber auch nicht mehr darauf verzichten. Ja, da werden Kindheitserinnerungen wach. Bindemehl, Kartoffelrode und Bulldogs, die noch einen Klang hatten. Für den Erfolg des Tages des Dorfes sprechen die äußerst zahlreichen Besucher. Bürgermeister Dauer wollte da natürlich nicht fehlen. Du brauchst kein Korb mehr. Wir haben früher mit Mais. Motschiedl vor 150 Jahren. Auf dem Lande hat man zwar auch die Bettstätter, aber ein meist alles vom Holzwurm befressenes, gewöhnlich zweischläfriges Möbel. Die Unterlage bildet Stroh. Darüber kommt das Bett und neben einigen schlechten, schmutzigen Kissen bildet die ebenso unreinliche Decke das Bett des Bauern sowie seiner Kinder und Dienstboten. Naja, ob das überall so war? Fest steht, trotzdem hat's mit dem Kindermachen ganz gut geklappt. Man war halt nicht so verwöhnt wie heute. Thank you.
Zum Schluss hat die Bundestagsabgeordnete Emmy Zollner das Wort. Oh, hat einen schönen Blumen. Von der Gärtnerei Kunstmann. Und Weißmann. Ein wunderschöner Strauß. Ich glaube, wenn ich den meiner Schwester zeige, also ich freue mich, dass ich heute neben meiner Degendorfer in Motschiedl sitzen darf und Schirmherrin sein darf. Und die Motschiedlerinnen und Motschiedler haben eine ganz hervorragende Arbeit gemacht. Die haben sich zusammengeschlossen und haben gemeinschaftlich so ein tolles Fest auf die Beine gestellt. Und das verdient einfach Respekt und Anerkennung. Ich habe mich natürlich auch besonders gefreut, dass ich zum einen einen wunderschönen Blumenstrauß aus der Gärtnerei Kunstmann in Weißmain bekommen habe, aber auch über ein Originalbrot aus dem Motschiedler Backofen. Sowas, das kriegt man nicht in Berlin und nirgendwo, sondern nur echt in Motschiedl. Das ist was ganz Tolles. Dem ist nichts hinzuzufügen. Oh, no.